Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, was wir hier in der Vision von Stormwind unser spielen können. Und ihr seht gerade, da will man einmal ein Toy-Video aufmachen, dann greift einen schon so ein Mob an. Was wir hier genau machen müssen, will ich euch jetzt mal zeigen. Und zwar, es geht nämlich um ein Toy, das heißt verfaulter Apfel. Und für diesen verfaulten Apfel müsst ihr Äpfel in Stormwind anklicken. Ich zeige euch mal hier die Map. Es gibt hier verschiedene Spots. Hier ist zum Beispiel eine, hier hinten ist einer, hier unten war, glaube ich, irgendwo einer, hier oben, hier ist noch ein Spot. Theoretisch kann man die alle abklappern, die Äpfel anklicken. Ich zeige die euch jetzt nicht genau, weil es irrelevant ist. Es gab erst verschiedene Hinweise auf WoWhead, dass du jeden Apfel einmal anklicken musst, der hier drin ist. Das ist aber tatsächlich falsch. Es gibt eine Möglichkeit, wie du zu 100% dieses Apfeltoy kriegst, und zwar gibt es hier verschiedene Äpfel, einmal welche, wo man anklicken kann und dann kommen Maden raus. Und dann gibt es die hier, die man rumkicken muss. Es ist anscheinend so, ich habe das gestern nämlich auch ausprobiert, wenn man diese Äpfel, die man rumkicken kann, 100 Mal anklickt, das muss nicht hintereinander sein, weil ihr seht, das sind eigentlich so Spinnen, die anklickbaren Äpfel und laufen zurück, dann erhöht es anscheinend die Prozentchance für den Apfel, der ist nämlich dann in der Endkiste drin, also das wirkliche Toy, immer um 1%. Also heißt, ihr müsst dieses Ding einfach 100 Mal anklicken. Das dauert eine Weile. Deswegen ist es halt die Geschichte, habt ihr die Zeit in der Vision, das zu tun? 100 Mal draufklicken ist halt schon ein bisschen. Also hier dann nochmal draufklicken und nochmal draufklicken. Ihr zählt halt ein bisschen mit. Ihr könnt auch über 100 machen. Ich glaube, ich habe 110 Dinger gemacht und tada, es war sofort drin. Davor habe ich versucht, X-Runs, alle Dinger hier überall anzuklicken und ich habe das nicht bekommen. Also sprich, das mit den 100 Mal anklicken stimmt tatsächlich. Da hatte ich es dann auf einmal drin gehabt, das Toy in der Endkiste. Also ihr müsst danach noch den Boss töten. Ein kleiner Hinweis war da noch, wenn man die Äpfel angeklickt hat, soll man anscheinend nicht aufmounten danach, weil es das vielleicht resetten könnte. Also ich glaube es zwar nicht, aber macht es vielleicht nicht. Ich würde es euch raten, dass es wie ich macht. Einmal die komplette Vision clearen bis auf den Endboss, dann hier in den Baum zurück, ganz easy, 100 Mal rumbouncen und wenn ihr das fertig habt, könnt ihr dann quasi den Endboss umhauen und habt dann euer Toy drin. Mehr ist es nicht. Das könnt ihr aber nur hier in der Vision von Stormwind machen. Wenn ich weiß, wie ihr in Visions reinkommt, muss einfach hier die manifestiertes Visionszeug farmen in Uldum und im Tal und dann gibt es die Vessels und man kann hier rein, wenn man denn den Umhang hochgebastelt hat. So, genau, mehr ist es eigentlich nicht. Ich würde es euch vielleicht raten, dass ihr es mit einem Twink macht. Ich mache es jetzt hier gerade in einem 5-Masken-Run, habe aber noch 3 Vessels über und ja, habe eigentlich die Zeit, habe jetzt das Ding schon geklärt. Also mit einem gut equippten Char kann man das natürlich dann auch am Ende von so einem Run machen. Genau, das war es eigentlich mit dem kleinen Toy Guide. Ich zeige euch jetzt noch, zu guter Letzt einmal, was das Toy macht. Wir stellen es jetzt noch einmal auf hier. Und zwar, wenn ich diesen Apfel aufstelle, dann haben wir einfach so einen, den ihr da vorne auch schon gesehen habt. Den könnt ihr auch quasi rumkicken. Jetzt haben wir den natürlich irgendwo da hinten reingedingst. Und das Lustige ist, das ist auch so eine Spinne. Wenn wir da weit genug von weggehen, dann läuft uns das Ding nach. Also das kommt dann wieder angerannt. Zumindest war es außerhalb der Vision so. Ah, seht ihr, da ist die Spinne. Also die verfolgt uns tatsächlich dann auch. Ja, also ihr seht, hier haben wir sie wieder und die können wir dann wieder rumkicken. Und ich schätze mal, dass sie dann Verbündete auch mit anklicken können. Genau. Mir läuft langsam so ein bisschen die Zeit weg. Ich muss dann wahrscheinlich doch gleich noch hier eine Orb ziehen. Das war's von dem kleinen Toy-Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Und ja, wenn ihr wollt, schaut beim nächsten Video wieder rein. Euer Chilla, bis dann. Ciao.